So, willkommen zurück. Heute mal was ganz Schreckliches. Phasmophobia in VR. Ich habe ein bisschen Angst. Aber hier die Marathonläuferin, die hier gerade ohne Ende läuft, die wird mir schon helfen, Ich versuche es. ne? So, bist du bereit? Bereit für einen Herzinfarkt? Ich weiß ja nicht. Aber ja, gucken wir Das kriegen mal. wir schon hin. Gucken wir mal. Achso, ich muss irgendwas drücken? Ja, du musst schon auf bereit drücken, Achso. sonst stehen wir hier noch ewig und drei Hab Tage. ich. Hab ich. Gut, Ich bin dann let's bereit. 3%, 4%. Immer noch 4, 5. Okay, jetzt geht's ab. Neunzig. Echt, dauert es bei dir so lange? Hängt gerade bei 90. Immer noch. Immer noch? Hundert. Ah, da bin ich. Ich brauche immer ein bisschen länger. Oh nein, wir haben nur eine Taschenlampe. Scheiße. Das ist bei mir normal. Wow, du bist durch mich durchgelaufen. Ja. Hexe, 100%. Ich habe nur 99. Ah ne, jetzt habe ich auch 100. Ja, du hast halt immer einen Knacks weg. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Ja, wir haben aber ein kleines Problem. Wir haben nur eine Taschenlampe. Was? Wieso? Weil da nur eine ist. Dann nimm du dir mal die Taschenlampe. Das dicke Ding hier. Ja, genau. So und so. Und ich nehme das Knicklicht einfach Das Knicklicht. Ja, das Knicklicht. Ach, jetzt sind wir da, was ich schon kenne, ne? Okay. Aber ich habe Angst. Wovor denn? Haben Ja, wir Vorteile? du sitzt schön in Ruhe vom Monitor, weißt du? Das ist. Was ist das denn? Ist ganz anderes. Das habe ich nämlich zum Beispiel beim schon mal falsch gemacht hier. Was denn? Mit Licht kommt das Vieh nämlich nicht. Was machst du da auf dem Boden? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Hast du was verloren? Ich kenne das nicht. Warte. Was denn? Hier ist doch gar nichts. Da unten liegt bei mir was. Nee, bei mir nicht. Da ist nichts. Aber nicht offen. Naja. Was hallos? Wie? Ja, erstmal Licht. Ja, aber dann kommt das Vieh doch nicht. Oh, da ist eine Katze im Bilderrahmen. Oh, süß. Weißt du eigentlich? Ah, da ist eine Tür aufgegangen. Was? Dass du hier so verfluchte Gegenstände finden kannst? Nee. Ach, guck mal hier. Ich glaube, ich muss mal, obwohl. Ich habe gerade gedacht, ich muss mal lauter machen, aber ich glaube, das ist gar keine so gute Idee. Guck mal, wir haben schon einen Hinweis. Hey, da ist ein Handabdruck. Ja. Pass auf. Ich hab die Kamera. Geh mal mit deinem Licht weg. So. Todesmutig. Wir haben gar kein EMF-Dings mit. Doch, habe ich in der Hand. Ah, doch, hast du? Hier ist aber nicht. Oh, hier ist Hauptsache doch was. so schicke Deckenspots hier. What the fuck? Telefon. Geh mal einer ans Telefon. Kann man das? Nee, kann man nicht nehmen. Nee, das kannst du nicht sehen. So, also wir haben schon mal zwei Beweise.
EMF Level 5 und Ultraviolett. Level 5 ist nicht gut. Ach, gibt Schlimmeres. Ja, guck mal hier. Warte, wo ist sie? Ist sie überhaupt da drin? Ja, da ist sie. Eine Kartoffel. Ja. Mal gucken, ob du das jetzt hörst. Die ist auf den Boden gefallen. Ja, heb die mal auf und schmeiß die. Nee, höre ich nichts. Okay, bei mir macht die so. Nö, bei mir nicht. So. Das ist praktisch, dass die Lampe anbleibt, obwohl ich die am Gürtel hab. Ja, was hast du noch mit? Nur die Taschenlampe? Ein Buch und ein Walkie-Talkie. Ah, perfekt. Aber das hat man immer dabei, ne? Nee, das musst du dir schon nehmen. Nee, hab ich aber nicht. Ich hab nur die Lampe genommen. Ach so. Ja, das ist nicht so intelligent. So. Hä? Was? So. Also. Hier haben wir jetzt das Buch. Die Geisterquatschkiste. Und... du kannst hiervon mal so ein Ding nehmen. Wovon? Hier, das da. Was? Das hier? Hier, das. Das? Ja. So ein komischer Lautsprecher. Ja, genau. Und so eine Kamera. Ghost Human Description. Was? Das, was auch immer. Keine Ahnung. Das siehst so du gleich, was. Panasonic 4K. Das ist gute Qualität hier. Ja, nur das Beste für dich. Ich film gerade deinen Arsch. Gehst mit vor. Er hat sogar Nachtsicht, das Ding. Krass. Genau. Es sieht so witzig aus, wie du hier durch die Gegend läufst. Yay. Wo stellen wir die Kamera hin? Hier in den Raum. Auf die Waschmaschine, oder was? Am besten hier so in die Ecke, wenn das geht. Warte mal. Kriegst du dir auch richtig? So? Du immer die Tür auf. Ja, passt. Dann das andere Ding, was du hast? Warum flackert hier das Licht? Das war der Geist. Oh, ich hab's schon aktiviert. Ist da an. Ja, warte, ich platziere das mal so ein bisschen mehr in der Mitte. So, Licht aus. Und du siehst eher aus wie ein Roboter, wie du dich bewegst. Oh, guck mal. Oh, da schwebt das Buch schwebt. Was geht ab? So. Dann machen wir das nicht. Und das Geisterbuch. So, wir haben schon drei Beweise. Okay. Solange das Kind nicht wieder ankommt. Welches Kind? Hat so ein Kind? Mich hat hier ein Kind verfolgt beim letzten Mal. Wo ich halt mal kurz angetestet habe. Das war nicht so cool. Das glaube ich. Aber nicht in den Keller. Bist du verrückt? Doch. Kennst du die verfluchten Besitztümer, glaube ich, heißen die? Was für ein Ding? Ja, hier, guck mal. Siehst du den Zirkel da unten? Ja, ja. Genau. So. Wenn du jetzt theoretisch alle Kerzen anzündest, erscheint der Geist. Ich mach's nicht. Okay. Die Keller sind mir sowieso schon unsympathisch. Also beim letzten Mal hat der Schaukelstuhl gewackelt. Ja, das passiert schon mal. Wo haben wir denn Feuerzeug? Im Van. Okay. Machst du das wirklich? Ich gehe raus. Ich mag nicht. Ich hol mal. Du musst dann aber weglaufen, ne? Das ist ja schon klar. Du rufst den damit, ne? Ja, ich bin dem beim letzten Mal auch weggelaufen. Hat geklappt. Also manchmal laufe ich, manchmal nicht. Guck ich. Also ich gehe dann raus. Das sage ich dir jetzt schon.
Ach, da. Oh, der macht das wirklich. Ja, wenn schon, denn schon. Dummdi-dummdi-dumm. Nee, wieso laufe ich denn manchmal und manchmal gehe ich wie ein Lahmarsch? So. Machst du das jetzt wirklich an das Licht? Also unten die Kerzen? Eine fehlt noch. Eine fehlt noch. Oh. Ah, ach du Scheiße. Ey, das ist aber kein Kind. Und wieso ist die Tür zu? Ich krieg die Tür nicht auf. Hallo? Nee, ich bin tot. Ah. Oh, shit. Ich habe die Tür nicht aufbekommen. Ja. Du weißt, dass wenn der Geist jagt, die Vordertür immer zu ist. Ja, aber ich habe die beim letzten Mal aufbekommen. Diesmal ging es irgendwie nicht. Oh, sorry. Das war aber nicht das Kind, das war ein anderer. Das war so ein großer Ekliger. Okay, also, hast du schon mal ange oder hast du angekreuzt, welcher Geist es ist? Was? Ne. Ich weiß gar nicht wo. Ach so, im Journal. Ich weiß nicht, wie du mit VR drauf kommst. Ja, habe ich schon hier. Mein Buch. Oder was? Ja, oh, dein Buch sehe ich. Dich nicht, aber das Buch, ne? Sehr schön. Geister, Geistertypen, Beweise. Ach, hier kann ich auch EMF Level 5 hat man, ne? EMF Level 5? Geisterbuch hat man auch. Ja, Geisterbuch. Noch irgendwas? Ja, und zwar der Fingerabdruck ganz am Anfang. Fingerabdruck steht jetzt hier nicht. Ultraviolett. Genau, das ist dann ultraviolett. Also ist ein Mühling. Meiling. Von mir so Meiling. So, und da musst du den, so dass so ein Kreis drumherum ist. Ja, Markieren. habe ich. So. Habe ich. Lebe ich wieder oder bin ich tot? Nee, du bist tot. Ach so, Du okay. bist effektiv Bause tot. Okay. Hier hängen jetzt auch so Spinnenweben oben. Ih. Ja, du bist jetzt in der Zwischenwelt. Ist aber eklig hier durchzulaufen. Auch ein bisschen komisch aus. Wer, ich? Ja. Was musst du jetzt noch machen? Wenn du mal guckst, da sind so Aufgaben, die du erledigen kannst. Im Buch oder wo? Also entweder die stehen vorne im Van an dem komischen schwarzen Brett oder in deinem Journal, was du gerade draußen hast. Das ist so witzig. Ja, du siehst mich noch? Also, nee, du siehst nur das Buch. Ich sehe nur das Journal, genau. Ach so. Ach, optionale Bei Aufgaben. Verwende das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Okay. genau, dann stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Hier klebt einer, den habe ich gerade hingehangen. Da habe ich schon Und abgehakt. genau, der ist nämlich hier. Jedes Mal, wenn der Geist da durchläuft, oder du scheinbar, nee, du nicht, dann geht der Bewegungssensor los und dann halt mit dem EMF-Gerät die Anwesenheit festzustellen. Okay. Ich warte jetzt einfach nur darauf, dass der Geist mich jagen will. Dann zünd doch mal die Kerzen an. Da bist du des Wahnsinns.
Lass die Tür doch offen. Ich leg's mal besser so hier vorne hin. Ist das meine Leiche, die hier liegt? Interessant. Ach so, ja. Okay. Ja, aber irgendwie will er nicht jagen. Safe ist safe, ich nehm's einfach mit. Ich geh mal raus. Also ich gehe jetzt mal zum Van. Ich bin gerade drin. So, angekreuzt hast du alles? Ja, ja. Gut. Wir hauen besser ab, ne? Ja. Na, das hat jetzt aber schnell geladen, im Gegensatz zu eben. 325, 350. Was? Wieso wird mir mit abgezogen? Seid ihr doof? Ja, du bist ja gestorben. Neues Level freigeschaltet. Yay. Akzeptieren. $275. Ja. Naja. Okay, pass auf, wir hatten hier eben nur eine Taschenlampe. Jetzt kriegst du von mir noch eine. Oh, was? First Contact. Hm? Ich habe, glaube ich, ein, wie heißt das? Achievement freigeschaltet oder so? Mhm. Hast du jetzt irgendwelche anderen Karten zur Verfügung? Ja, ja, die nächsten zwei. Okay, Edge. Dann such dir einfach eine aus. Ja, einfach die nächste. Muss ich hier irgendwas... Okay, zu spät. Nein, brauchst du nicht. Er lädt auf jeden Fall schneller. Ich bin direkt bei 90 gelandet. Wow. Mal gucken, wie lange ich bei 90 bin. Ne, geht. Geht. Auf jeden Fall schneller. So. Nimm mal die Kamera mit. Oh, ich hätte eine zweite Kamera kaufen. Hier ist noch so eine Taschenlampe. Da hängt doch noch eine zweite Kamera. Nee, so eine Fotokamera. Ach so. Oh, warte, das wollte ich mal testen. Ich glaube, ich habe meinen Avatar gar nicht angepasst. Wie sehe ich aus? Ja, kommt dir sehr ähnlich. Ah doch, dann hat er das gespeichert. Okay. Willst du den EMF-Reader mitnehmen oder soll ich hier mitnehmen? Ist das? Nee. Das hier, ne? Oben? Genau. Das sieht aber anders aus. Als beim letzten Mal. Hast du einen besseren? Ja. Okay. Hast du drei Sachen mit? Also einmal die Taschenlampe und zwei weitere Gegenstände müsstest du haben. Ja, ja. Okay. So, let's go. Warum muss es immer so dunkel sein? Oh ne, ein Dreirad, natürlich. Am besten noch kichern von einem Kind hier. Wo? Das Dreirad, das steht hier. Da. Ekelhaft. Hä? Ach so, drücken. Jetzt geh doch auf, du Scheißtür. Mein Gott, wie kann man denn so eine... Sollen sich mal eine neue Waschmaschine kaufen? Ist ja schrecklich. Da würde ich meine Wäsche nicht dran waschen. Ich finde diese Schneiderpuppen ja, finde ich richtig eklig, ne? Was? Wo bist denn du? Ich bin unten im Keller. Ja, natürlich. Wie, ja, natürlich. Hier. Warum in den Keller? Warte, hier hinten. Willst du mich verarschen? Wo ist sie denn jetzt hin? Warte, hier. Die hier.
Ich finde die total gruselig, ne? Nee, die finde ich okay. Die stehen manchmal an anderen Orten. Das ist kein Problem für mich jetzt. Oh, den Hammer kann man nehmen. Kann ich den Geist einen auf die Mütze geben? Wo muss ich den? Hä? Warte mal. Da ist die Tür. Ah. So, du stirbst also, Oh, weil du. ich hab EMF3. Wo hier? Hier. Aber nur hier. Nur hier. Vielleicht über uns. Ja, ist irgendwo was gerade eben geflogen? Nee, jetzt ist wieder weg. Ich hatte Okay. gerade. Jetzt habe ich zwei. Oder ist das eins? Nee. Eins leuchtet immer, ne? Jetzt habe ich zwei. Zwei. Hä? Da ist was geflogen, oder? Das war ich mit den Tarotkarten. Ich habe keine Ahnung, was sie machen. Also Tür öffnen ist in VR echt ein bisschen doof gelöst. So. Kinderzimmer hier. Lässt dann einfach sein Handy hier liegen und geht weg. Nicht. Das sieht aus wie ein iPhone. Hundemenschen hier. Nie. Oh. Level 3. Bist du unten im Keller oder wo ist das? Ne, Wohnzimmer. Am Fernseher. Oh, hier. Warst du halt gerade mit der Tasse? Nein, das war er, der Geist. Okay. An der Couch habe ich Level 3. Was denn du jetzt? Salz ausstreuen. Bist du durch den Bewegungssensor gerade gegangen? Nee, ne? War nur bis hier und wieder zurück. Ich weiß gar nicht, wo hast du den? Was? Wo ist denn Hier. der? Hier. Ach so, da. Na, ich glaube nicht. Okay, er läuft durch Salz. Hier die Spuren da unten, oder was? Ja.
Oh, das war ich gerade. Nee, du hinterlässt aber keine Spuren auf dem Salz. Also kannst du durchlaufen, wie du willst. Nee, nee, aber den Bewegungssensor hatte Achso, ich. ist egal. Theoretisch müsste der bald anfangen zu jagen. Weil? Wir sind nicht mehr ganz helle im Kopf. Das ist mir klar. Am besten übe ich mal Tür auf und zu machen hier. Oh. Oh nein! Hilfe! Ach, nicht schon wieder. Was? Ja, ich kann dir leider nicht helfen, weil die Tür ist zu. Ja, die geht doch nicht mehr auf. Doch, jetzt. So. Boah. Also ich hatte hier aber gerade, weiß ich nicht, EMF4, 5? Ich habe keine Ahnung. Also 4 mindestens. Okay, pass mal auf, komm mal mit. Da hatte ich gerade die Tür zu. Boah. Guck mal hier, ganz links. Die Pillen. Genau, nimm die mal und Und dann? benutzt die mal. Ja, Ups. genau. Und wenn So du schon jetzt mal mal nicht. guckst. Oh, ja, du Oder sollst habe sie ich nicht sie? wegwerfen. Hä? Oder habe ich sie jetzt benutzt? Ich weiß nicht. Nee, ja, doch hast du. Ach so, dann sind die jetzt empty. Ja, ist nicht so schlimm, sind ja noch ein paar da. So. Ach, Elf. damit habe ich meinen Sanity-Wert wieder hochgepusht, oder was? Ja, hast du, genau. Okay. Das ist meine Ansicht. Zeichne ein paranormales Geräusch mit dem Parabolmikrofon auf. Das ist das hier. Ja, ich weiß, wie die Dinger aussehen. Wehre den Geist während einer Jagd mit Räucherwerk ab. Aha, ja. Das ist das da, würde ich sagen. Genau. Hast du so eine. Nee, hast du nicht. Nehme ich mal Was den nicht? Para. Ich nehme mal den Parabol-Dingen hier. Hast du noch eins dort? Ach nee, du hast den EMF-Dings da auch wieder mitgenommen, ne? Ja, kannst du aber haben. Nö, ja, alles gut. Oh, Level 2. Wo läufst du eigentlich hin? Keine Ahnung, durchs Haus. Ja, hier ist er ja Okay. nicht mehr. Doch, der hat hier ins Buch geschrieben. Siehst du das? Was, wo? Hier. Gekritzel sehe ich da. Genau, das war der Geist. Okay. Das. Woher weiß ich denn, dass ich hier mit dem. Loser. Ja, was war hier gerade? Ja, das ist aller geil. Ich
Geh mal hoch. Oh, 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 Ich habe oh. was Ich würde gehört. rauskommen. Ich hab, oh, da kommt, da ist was. Was ist das? Ja, der hat das Kreuz im Und Brandbuschbecken. der hat gerade was gesagt. Der hat gerade was gesagt. Ja, okay. Ob ich das jetzt aufgezeichnet habe? Kann man ja nachgucken, ne? Also der Geist wollte gerade eben Ja. definitiv auf die Jagd gehen. Hab ich. Hä? Kann ich das nicht wieder dahin hängen? Schmeiß doch einfach auf den Boden. Okay. Ja, was haben wir denn jetzt für Beweise? Also weißt du, ob du EMF Level 5 hattest oder nicht? Ich. Das ist mal so ein bisschen ausgeflippt, das Ding, aber ob das jetzt bis 5 war, weiß ich nicht. Also bis 4 auf jeden Fall, würde ich sagen, aber 5 würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Also ein Geisterorb sehe ich nicht. Wo hast du denn eigentlich die andere Kamera hingestanden? Hast du die noch? Die habe ich Da hier. hinten. Ja, pass auf, warte. Oh, der. Der wird mich lieben, wenn ich da nochmal reingehe. Mit unter 40% bestimmt. Ja, also ein Geisterorb sehe ich halt nicht. Ich nehme jetzt auch mal. Wir waren schon lange nicht mehr im Keller. Ja, eigentlich hält er sich ja nicht überall auf. Ne? Also es gibt für gewöhnlich einen so einen Raum, wo er dann ist Okay. und rumwütet. Ja, hier tut sich auch nichts. Also wirklich geübt habe ich das aber immer noch nicht mit dem Tür offen zu machen. Der kommt bestimmt, wenn ich die Tür jetzt zumache. So, Tür ist zu. Ey! So, jetzt funktioniert es aber eigentlich. Oh, jetzt bin ich draußen und die Tür ist zu. Ich habe dich mal allein gelassen. Jede Tür, die geschlossen ist, ist eine böse Tür. Ja, aber dann kommt er vielleicht. Ja? Mach die mal zu. Nein. Ja, der soll doch kommen. Nein, der soll nur seine Beweise hinterlassen. Ich möchte den nicht sehen. Ach so, okay. Nee, aber Gefriertemperaturen habe ich hier auch irgendwo. Also EMF habe ich hier nirgends mehr. Der ist weg, der hat keinen Bock mehr. Doch, jetzt wieder ein bisschen. Aber nicht viel. Wo hat er denn gerade die Tür aufgemacht?
Boah, ich gehe Oh, ich hab raus. was, ich hab was gehört. Na, der wollte wieder jagen. Oh, oh, oh. Drei, Stufe 3. Der ist definitiv hier. Aber so richtig auch irgendwie nicht. Los mit dem? Also doch hier. Oh, 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 4, 4. Du weißt, dass der gerade jagt, ne? Nö. Oh, der Ball rollt hier. Ich sehe ihn nicht. Junge, jetzt komm doch mal raus spielen. Nee, der soll nicht rauskommen. Du sollst ja die scheiß Beweise suchen, die der hinterlässt. Also sprich, ob der hier durch die komischen grünen Dots läuft und man den sieht oder ob der hier ins Buch schreibt. Ich habe die Geisterbox noch nicht ausprobiert. Weil bisher haben wir ja nur das Geisterbuch. Oh, jetzt schmeißt er auch mit Messern um die durch die Gegend. Oh, 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 Hilfe! Ich bin tot. Ich kann gar nicht so schnell reagieren, ey. Also ich gehe jetzt auch ohne, dass ich weiß, was das für ein Geist ist. Oh Gott, ey. So, also wir hatten keine Gefriertemperaturen. EMF kannst du mir ja nicht, leider nicht sagen, ob es 5 war oder nicht. Nee, leider nicht. Ich glaube, es ist gerade auch wieder nur bis 4 ausgerastet, das Ding. Also, dann streiche ich EMF. Ultraviolett habe ich auch nicht gesehen. Also ich tippe mal auf einen Deogen. Oh, warte doch, da ist noch. War das gerade? Was sah das denn so aus? Doch. Ein Geisterorb haben wir. Oh Gott, muss ich da echt rein? Wie sieht denn meine Sanity aus? Oh Gott, das wäre, wenn ich da jetzt reingehe, sterbe ich direkt. Du brauchst halt nur weglaufen. Na, pff, nur weglaufen. Also ich tippe mal drauf, es ist eine Mare. Wie verloren, ne? Hast du Was habe ich? eine Mare? Achso, nö. Dann mach mal.
Habe ich eingekreist. Gut, ich fahre. Kriegen wir das gleich gesagt, ob das stimmt? Ja. Okay. Ta 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 ta. Ui. Was wäre das so? Okay. Ich sollte aufhören zu sterben, das kostet mich immer so viel Geld, ey. Neues Level, Fotoapparat freigeschaltet. Level 47, Level 3. Okay. Hast du mir gerade geschrieben? Ja. Okay. Muss ich auf dem Handy gucken. Reicht aber auch, denke ich mal, für das erste Video erstmal. Ja. Also Herzinfarkt hatte ich jetzt noch nicht, obwohl, ja, das eine Mal war schon ein bisschen übel. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich kann es noch nicht sagen, ob ich das noch sehr oft zocken werde. Man wird es sehen. Man wird's sehen. Du weißt, dass du eigentlich, also der Aufbau von dem Spiel ist ja so, dass du rausfinden sollst, wo sich dieser Geist aufhält. Und dieser Geist hält sich nie im gesamten Haus oder Objekt auf, ne? Das weißt du. Okay. Also immer nur an einer Stelle. Okay. Ja, das kommt auf den Spielmodus an, den du halt hast. Also bei Anfängern wechselt der schon mal häufiger den Raum, ja. Bei Fortgeschritten schon nicht mehr so. Mhm. Und es gibt in jedem, wenn du das gerade mal bei der Auflistung gesehen hast, du kriegst ja zum Beispiel so Punkte für Knochenbeweis, ne? Okay. Und irgendwo auf der Map befindet sich einfach random ein Knochen. Wenn du den fotografierst und aufsammelst, kriegst du XP dafür, wenn du die sogenannten verfluchten Objekte sind das. Das ist ein Spiegel zum Beispiel. Oder eben hatte ich so Tarotkarten ja in der Hand. Dafür kriegst du Punkte, wenn du davon ein Bild machst und die einsammelst. Kannst sie auch benutzen. Aber du musst halt rausfinden, was das für ein Geist ist. Und das schaffst du ja nicht, wenn du random die ganze Zeit über die Map hin und her cruist. Weil sowas wie ein Buch kannst du ja nicht in jedem Raum platzieren oder auch die Geisterbox zum Beispiel, das ist ja das, was du dann nutzt, um zu hören, ob der Geist quatscht. Okay. Also du kannst das in jedem Raum nutzen, aber er wird dir für gewöhnlich nur in einem Raum antworten. Interessant, ja, schauen wir mal. Ja, dann würde ich jetzt erstmal die Aufnahme beenden. Dann sind wir hier erstmal für heute raus und mal sehen, wie es weitergeht. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao. Du musst auch tschö sagen. Tschüss. Ach. Boah, kann ich